in life, he just wants to be heard. Whether it's you or so in life, everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he wins. Taking over the globe, he's got a partner in crime. His name is equally dope. You won't believe the kind of that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his rights at the top. You don't think it's a comment on his name. You keep asking him, was it giving that up? That does it stand for an act? But no, he's living proof. Put a rock in the booth. He'll get you once and quicker than a shot of rocket with juice. Juice. He and his crew and all around is one of the best. Dedicated to what they do and get 100%. Knows how and why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note, he writes every line. And I've seen him at work, and that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. He knows how the fellas he runs with the kids that he's on. Ridiculous, without even trying. How do they do it? He's 10% love, 20% skill, 15% concentrated power. Haben und die das nicht so sehen konnten, beschreibe ich euch das nochmal. Das ist hier sehr schön geschrieben. Tricking ist eine Trendsportart aus den USA und vereint Turnen, Breakdance, Kampfsport, Parkour und einiges mehr und vereint das Ganze zu einer Spitzensportart, und das ist es, glaube ich, wirklich. Also mit dieser Leistung, die man hier sieht, das ja, absolut phänomenal. Und ich darf euch die Jungs mal vorstellen. Das sind Sebastian Schmiel, das ist vergessen, der alte Mann ist schon 27. Dann haben wir noch den Max Spiegel,
den Julius Krüger. Der Mann, der das Ganze initiiert und wahrscheinlich auch weit über die Grenzen Mettmann weiter bekannt machen wird, das ist der Trainer und fast schon Erfinder dieser ganzen Sache, Phil Kotsch. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass das ja hier ein wirklich begrenzter Raum ist und diese Matten, die sind zwar weich, aber andererseits bremsen das Ganze aus. Da sind ja ein paar Breakdance-Sequenzen dabei, wo man sich dann dreht. Da bräuchte man normalerweise, denke ich mal, einen glatteren Untergrund, aber das haben die Jungs ganz super gelöst. Und obwohl ihr jetzt schon so oft applaudiert habt, macht ihr doch bitte noch. So, vielen Dank. Ihr habt euch das Glas Wasser verdient.